Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Longbow Mod und natürlich mit mir, eurem Metacrassus. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, den ganzen Hickhack, den wir noch vorhatten, in der Kaserne abgeschlossen, also in der Basis abgeschlossen. Wir haben auch ein bisschen unsere Basis ausgebaut oder aus den Auftrag gesetzt, um sie auszubauen. Also von daher gibt es nichts mehr zu tun. Wir haben kein Geld, wir können also nichts kaufen, nichts produzieren lassen. Dementsprechend, da freuen wir uns dann über einen Besuch von einem mittelschweren Raumschiff und haben keinen, doch, naja, einen haben wir. Einen nicht unbedingt tauglichen. Nö, da werden wir nichts tun. Und Operation für die Exalt, yay! Wir kriegen unseren Soldaten zurück. Ja, okay. Ich bin der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall unsere fähigen Leute. Deshalb nehmen wir irgendeinen Scout mit. Wir haben ja nur irgendwelche. Alte Bären als Sprengmeister. Vielleicht schafft er sogar den Sprung in die nächste Stufe, in den nächsten Rang. Ich glaube, Baroness hätte ich gern dabei. Dann Medic Joe, das machst du. Nehmen wir einen Infanteristen mit und wir könnten dann noch einen Rocketeer, die Isabella, mitnehmen. So, jetzt muss ich noch ausrüsten. Laserwaffe passt. Ah, hier können wir keine Laserwaffe hinschnalzen. Dann nehmen wir ein Scope. Ah, sind wir schon bei 95, das ist fast schon nicht mehr schlecht. Eigentlich finde ich 95 ist ziemlich guter Wert. Geht natürlich besser, haben wir schon gesehen. Aber als Basiswert ist er gar nicht schlecht. So, alte Bärin, du darfst auch mit dem Lasergewehr rumschießen. Joe darfst natürlich auch ein Lasergewehr kriegen. Ansonsten bleibt die Ausrüstung erstmal so erhalten. Und selbst unser Rocketeer kriegt erstmal noch ein Lasergewehr. So, das war einfach. Los geht's. Dropship has arrived. So, da bin ich mal gespannt. Exalt has another cell operating inside the Argentinian border. Strike One will have to secure the area and ensure our operative can retrieve the intel we need. Schön, also wir haben einen Transmitter und wir haben einen Encoder. Wir müssen zuerst den Encoder beschützen. Sollte uns das nicht gelingen, können wir immer noch den Transmitter beschützen. Sollte uns das nicht gelingen, haben wir ein Problem. Dann haben wir die Mission verpatzt. Also, Plan steht, er schießt die Exalt-Truppen, bevor sie den Encoder hacken, beziehungsweise direkt danach. Damit sie nur nicht den Transmitter hacken. Our operative was in position to transmit the data they'd acquired when Exalt forces moved into their AO. The encoder is currently shielding our transmitter's position, but if Exalt manages to hack the encoder, they'll be able to locate the transmitter. If they hack both, any hope we had of recovering the data intact will be lost. We have a new objective. So, das bedeutet, wir müssen als erstmal eine gute Sichtposition beziehen. Ich würde am liebsten in zwei Etappen laufen, also mache ich das auch gleich. Ja, genau deshalb, weil jetzt erahnen wir schon den Feind da vorne. Und nach Möglichkeit würde ich ihn jetzt gerne schon sichtbar machen. Nicht gehen. Oh, was soll's. Wir probieren es, wir schmeißen einfach mal das Teil da vorne hin, den Battlescanner. We finally have a visual confirmation of Exalt's operatives in the field, and from the looks of them, Exalt is working quickly to integrate alien genetic material into their troops. Until we know the extent of their capabilities, I would advise extreme caution. So, wir haben zumindest einen Freischuss. Den würde ich auch ganz gerne einsetzen, einfach um zu töten und zu vernichten.
Sie stehen schließlich direkt neben unserem Encoder. So, jetzt sind sie wach. Jetzt haben sie andere Probleme, als neben unserem Encoder zu parken. Hier würde ich auch ganz gerne noch mal kurz nachschauen. Ah, das habe ich mir fast gedacht. Ich kann also nicht hier rüber gehen, um zu flankieren. Das ist jetzt eher unschön, aber gut. Zumindest sind wir hier und können die Sache beschützen. Andererseits hätte ich... Ja, das machen wir wohl besser. Unseren Spion möglichst mit hoher Geschwindigkeit... Achso, den habe ich ja schon jetzt wieder Overwatch machen lassen. Nächste Runde. Mit höchster Geschwindigkeit hier unten hin das Ding abschalten. In der Zwischenzeit... Reicht das? Sehe ich gleich. Einfach mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also, wenn, dann müsste ich da vorne irgendwo hin. 17 ist drin. Ja, der sieht. Das ist die Grenzlinie. Ah, und hier hinten bringt es mir nichts. Abwarten. Vielleicht haben wir noch andere Möglichkeiten. Ja. Isabella. Ja, okay. Wir sind gelaufen, das heißt, das Ding fliegt nicht so weit. Du kannst dich aber am besten schon mal einzielen. Nächste Phase, wenn wir deine Schüsse gebrauchen. Alte Bärin. Da bist du eigentlich auch... Na, geh hinter den Mülleimer. Falls die Feinde heute so freimütig und mutig sind, uns direkt entgegenzulaufen, kannst du dann einfach schießen. Da ein Mulder, das machst du genauso. Joe, du machst das eher nicht. Ich glaube, du wechselst einfach da ganz rüber. So, passt. Ja, okay. So genau sind die Feinde noch nicht, Gott sei Dank. Forces are in position to hack the encoder. If we don't secure that equipment, they'll be able to locate the transmitter. Gut, alles gut. Ha. Ich bin eigentlich schon begeistert. Doch du kommst hier runter. Ich kann mir jetzt leider nicht das Ding hacken lassen. Aber nächste Runde kannst du es hacken und dann. Ich glaube, dann ist Friede vor der Eierkuchen für uns angesagt. If our operative can get close enough and access the relay using the encryption keys they acquired from Exalt's data, they should be able to temporarily disrupt the enemy's comm network. Ja, okay. Das kennen wir alles. Die, deren Satelliten hacken, schon haben wir wieder Ruhe und können, ohne beschossen zu werden, weitermachen. Jetzt schalten wir den aus, weil der ist ja am Hacken. Das soll nicht sein. Ja, gut, oder wir bereiten vor, damit irgendwer den ausschalten kann. Okay, wenn wir hier hinlaufen, hoffe ich, sehen wir den hinten. Können ihn jetzt in die Flanke schießen? Ja. Oh. Na gut, dann schießen wir dem in die Flanke. Tod ist tot. Sehr schick. So, wie weit geht so eine Sprengrakete? Im Endeffekt nicht weit genug, oder? Kannst jetzt hier in die Wand oder Decke schrauben. Ja, komm, wir haben uns eingezielt. Da ist noch die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht den Dings Decoder
den Encoder zerfetzen. Ist gegeben, deshalb machen wir den Schuss. Ein Feind weniger, die restlichen sind quasi im Moment nicht sichtbar. Aber denen fehlt es momentan etwas an Deckung. So ein bisschen zwar, aber... Da ist noch einer. 44%. Na gut, das sollten wir jetzt einfach mal lassen. Wie können wir schießen? Joe, das machst du. Glaube ich. Ja, schieß jetzt einfach mal. Ja, vielleicht wäre doch die Rauchgranate die bessere Idee gewesen. So, den könnten wir nach vorne setzen. Dann kann er wagemutig auf den hier schießen. Nach vorne, alte Bärin. 53 ist eine gute Zahl. Das können wir probieren. Der schöne Anfang. Ja, 44% könnte dann immer noch funktionieren. Dann wäre der weg. Andererseits, wenn wir uns zurückziehen, erschießen die unseren Scout nicht. Tank down würde schützen. Aber, das ist der Nachteil, wir würden nichts mehr sehen. Dann müssen die anderen für sich selber sehen. Ich mach's mal so rum. Oh, es gibt nochmal Nachschub. So langsam wird's aber voll. Styles inbound on Strike One's position. Enemy reinforcements are closing in. So, Plan. Ich brauche einen Plan. Haben wir noch irgendwo irgendwelche von diesen Sendern? Hier nicht. Ich muss also über das komplette Feld in das feindliche Lager laufen, um den nächsten Sender abzuschalten. Prinzipiell kein Problem. Also machen wir das so. Ich mach das Ding hier aus. Vielleicht macht der das einfach mal aus. Und jetzt renne ich wie ein gedopter Affe komplett über das Feld. Es passiert ja nichts. Um dann mit dem nächsten Zug da hinten dran zu kommen. Und in der Zwischenzeit können alle anderen einfach mal ganz wagemutig drauf losballern. Wenn sie denn können. So, hier gehen wir näher ran, damit wir auch besser schießen können. Zwei flankiert, das ist schon viel wert. Die Frage ist nur, soll ich nicht vielleicht doch lieber eine Granate werfen? Dann hätte ich nämlich die beiden wahrscheinlich auch komplett erledigt. Ja, machen wir. Echt jetzt. Das machen wir nicht, das machen wir nicht. Das probieren wir. Dann ist der Feind auf jeden Fall auch noch markiert. Alle anderen haben es leichter, den zu treffen. Joe könnte vorrücken. Und sich einen der beiden Angeschlagenen im Dings widmen. Das machen wir auch. Jawohl, auch nur einem. Den anderen sehen wir nicht. Aber weg ist weg. Sehr schön. Den treffen wir nicht gut. Er kann ja nicht zurückschießen aktuell. Deshalb ist es vielleicht cleverer, auch hier rüber zu wechseln. Vielleicht kommen wir nah genug ran. Ansonsten schießen wir wieder auf den. Ja, können wir Hecken aufhalten? Ist nicht dein Ernst. Hat er jetzt getroffen? Ja, doch. Okay, ich habe gerade gedacht, er hätte nicht getroffen. Ah, dieser Schock. So, jetzt brauchen wir hier Isabel in einer guten Schussposition. Aktuell werden wir nicht beschossen, das ist also sehr gut.
Und wenn wir sie hier vorne positionieren, kann sie auch vielleicht mit der nächsten Rakete da unten eine Lücke reißen. Und hier könnten wir nochmal nachsetzen. Machen wir am besten auch so. Jawohl, kritischer Schuss möglich. Das probieren wir auch sofort. Ausgezeichnet. Da war es nur noch einer. Ein direkter... Ah, ja. Und jetzt sehe ich schon wieder drei. Gut. Ich als... Ja gut, wir kämen dort hinten hin, aber wir könnten nichts tun. Deshalb warten wir es erstmal ab. Wir könnten eine Rakete einmal komplett durch den Raum schicken. Am besten so, dass wir den Computer nicht zerstören. Und bis da hinten hin. Das wäre ganz schick, dann würden wir da hinten nämlich erstmal die Deckung wegmachen. Gut, es war zu erwarten. Es war zu erwarten. Der Schuss war zu kurz. Das hätte ich wissen können. Das habe ich eigentlich auch gedacht, aber ich wollte es riskieren. So, hier habe ich zwei Schuss zu 50%. Alte Bärin könnte hier rein. Wir kriegen die Maschine leider nicht aus. Das ist unser Problem vorerst. Joe könnte hier mithelfen. Am besten an die Tür stellen. Ja, die Position ist auf jeden Fall mal gut. Wen haben wir noch? Ah, unser Sniper. Ja, das machen wir dann von hier aus. Sehr gut. Damit ist das Problem gleich gelöst. Die entscheidende Frage ist, wer darf? Die sind weg. Der steht noch darum. Und hier könnten wir quasi aus der Flanke schießen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch was rumlungert. Aber nachdem wir hier alles schon quasi eingeäschert haben, sage ich, da ist jetzt nichts mehr. Prüfe es erstmal, bevor ich das einfach so sage. Da ist tatsächlich noch einer. Im Hintergrund. Ich würde mich trotzdem jetzt erstmal dahin stellen. Einfach weil es geht. Ha. Entscheidende Frage. Durchstarten, ja. Wir sind weit genug von allen anderen weg. Das heißt, wir können durchstarten. Alte Bärin könnte jetzt auf ihn schießen oder auf ihn. Das wird nichts bringen. Aber das hier könnten wir jetzt mit einem Schuss erledigen. Er muss sowieso erstmal noch den Transmitter hacken. Ja. Oh, wir können dahin schießen. Naja, dann mach das mal. Sehr gut. Der ist erledigt. Hier gehen wir auf die andere Seite. Weil wir es können, dann kann er ruhig mal reinlaufen. Den kriegen wir dann auch. Und unseren Scout können wir jetzt tatsächlich an eine Stelle stellen, wo er nützlich ist. Da vorne kann er nämlich sehen und wird nicht sofort erschossen. Ach, hätte ich mal nichts gesagt. Schande. So, zweimal bewegt. Gut, dass hier jetzt zwei an der Tür stehen. Es sind schließlich auch zwei Feinde da. Und noch besser finde ich, dass ich jetzt gleich den... wo ist er? Genau. Den Spion einsetze, das Ding abschalte. Und dann könnten wir einfach mal zur Hintertür laufen. Weil aktuell kann uns eh keiner was machen. Sehr schön. Nächste Runde können wir wieder abschalten. Nochmal so schön.
Oh, und jetzt kümmern wir uns quietschvergnügt um diese Seite. Das macht am besten unsere Sniper-Dame, die Baroness. Direktschusstot. Direktschusstot. Oder irgendwas Riskantes. Nee, was machen wir hier? Ausgezeichnet. So, hier können wir ihn jetzt flankieren. Frage ist, was mache ich mit dem da drin? Sollte ich mich vielleicht zuerst drum kümmern? Joe kann auch gar nicht angreifen. Wäre dann nur eine Sache zwischen dem Mulder und dem Exalt. Isabel. Was bringt es mir, hier eine Rakete reinzuschießen? Der da würde wahrscheinlich nicht komplett platzen. Aber es wäre auch nicht mehr viel übrig und ich hätte freie Sicht. Nehme ich. Und jetzt verzieh die Rakete nur nicht auf den Transmitter. Dankeschön. Soviel zum Thema freie Sicht. Aber er sieht uns deshalb auch nicht. Das ist schon mal gut. Alte Bärin. Das da könnte jetzt deine Aufgabe werden. Einfach mal ranlaufen. Okay. Wir öffnen. Die AP-Granate rein. Hat alte Bären jetzt gerade eine offene Tür eingeschlagen und eine Granate geworfen, die so gut wie keinen Schaden macht? Läuft. Gut, wenn ich Joe da reinschicke, dann ist er Fischfutter. Das ist Quatsch. Du musst definitiv hier nachladen. Jetzt ist er aber flankiert. Das heißt, ich müsste hier auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich nicht mehr flankiert bin. Vielleicht reicht es, dahin zu laufen. Dann könnte Dan tödliche Schüsse austeilen. Und ich hoffe, er wird jetzt nicht selber flankiert von dem Salt, der jetzt im inneren Bereich, im inneren Zirkel sozusagen rumrennt. Hier, gucken wir nochmal nach, wer war in der Nähe. Die sind beide hier in der Gegend. Ist nichts, vielleicht kommt noch einer raus. Overwatch. So, und nachladen. Das ist okay. Damit können wir leben. Ich zumindest. Ja, Bradford. Nicht gleich aufregen. Er tut ja noch keinem was. Ich habe auch nicht vor, ihm die Gelegenheit dafür zu geben. So, das Ding ausmachen, damit kann er uns nichts mehr tun. Wir könnten schon mal die Flanke sondieren. Weil es kann uns nichts passieren. Die dürfen nämlich nicht schießen. So, hier könnten wir einfach drauf losheizen. Damit hätten wir den da auf jeden Fall sehr schnell erledigt. Das kann alte Bären auch mal machen. Die Erfahrungspunkte gönne ich dir. Sehr schick. So, hier rücken wir nach. Und leider können wir auch nicht schießen, selbst wenn wir wollten. Da sie nur läuft oder schießt. Also lädt sie auch gleich mal nach, damit sie überhaupt schießen kann, weil Munition war ja auch schon alle. So, und dich setzen wir hier hin. Von hier aus kannst du bestimmt nachladen. Verdammt. Ha. Ich glaube, da stellen wir uns einfach schon mal für den nächsten Schuss in Position. Und Joe
könnte hier eigentlich schon mal in Stellung gehen und dafür sorgen, dass irgendwer erschossen wird von den Feinden. Wenn er denn so doof ist und hier durch die Tür kommt, um in den Sektor zu laufen. Das klingt gut, das machen wir. Und sowas Ähnliches machen wir hier auch. Mit unserem Rocketeer. So habe ich mir das vorgestellt. Richtig, richtig gut. Als wenn das im Plan gewesen wäre. Oha, da gibt's noch Nachschub. du kannst dich doch nicht so dicht bei einem Sniper setzen. Das mag ich überhaupt nicht. Verdammt. Oh, das wäre gut. Alte Bären, da müsstest du eingreifen. Damit unserem Sniper nicht so schnell was passiert. Das wäre echt ein schöner Zug. Andererseits kann ich hier irgendwas mit einer Granate... Nö, die andere Granate fliegt leider nicht viel weiter. Würde aber effektiv hier die Deckung wegspringen. Und uns würde nichts passieren. Könnte sinnvoll sein. Kurz überlegen. Ja, wir machen das mal. Einfach was geht. Überraschung, die Bank steht. Ja. Das ist noch nicht das Problem. Das können wir mit Disabling Shot bearbeiten. Wen haben wir denn noch? Ja, komm. Furchtbare Schützen. Okay, den können wir flankieren. Damit wäre er weg. Ich könnte natürlich auch hier runterziehen. Und wäre zu weit weg. Also bleibt nur der Schuss übrig. Bei Versuchen bei 80%. Nehme ich. Sehr gut. Kannst dann hier erstmal im Overwatch parken. So, wenn ich dich näher ran schicke, wirst du wahrscheinlich immer noch nicht schießen können, weil du... Obwohl, doch, das könnte reichen. Das sollten wir probieren. Ah. Schade. Ich könnte jetzt... Kann ich mit der Pistole... Nein, kann ich nicht. Ich kann mit der Pistole keinen Disabling Shot machen. Ich könnte aber... Und das ist vielleicht ein guter Trick. Einmal zurückziehen. Baroness, einmal in Deckung bitte. Das Problem ist, jetzt ist natürlich Joe dran. Schießen oder nicht schießen? Das ist hier die Frage. Ich würde mich hier gerne da hinten dran kauern. Kann ich auch machen. Damit passiert uns definitiv nichts. Abschalten. 71% ausnutzen. Einmal schön schießen. Ja. Das funktioniert gerade nicht so, wie ich möchte. Und ich sehe auch gerade die Folge, die wird schon sehr, sehr lang. Das heißt, wir warten noch den Zug der Feinde ab, nachdem ich den hier vollendet habe. Von mir aus könnte ich treffen. Ich probiere es. Prozent ist jetzt auch nicht besser geworden. Ah, der läuft auch rein. Alles gut. They've got me flanked.
So, prima. Wie wir den Rest bekämpfen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.